Das kann man mich wahrscheinlich hören. Ne? Die letzte Reihe lächelt auch freundlicherweise, danke. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in den Kliniken Maria Hilf. Das darf ich sagen im Namen der Geschäftsführung und vor allen Dingen aber auch im Namen des Fördervereins, der Sie heute hier begrüßt hat. Auch schon mit der Präsentation, die Sie vielleicht gesehen haben, was der Förderverein macht, wofür er steht, was mit den Geldern gemacht wird, die die Mitglieder freundlicherweise spenden oder fremdspenden. Haben Sie gesehen? Das soll Sie natürlich animieren, sich mit dem Förderverein vielleicht mal positiv auseinanderzusetzen. Das würde uns sehr freuen. Ist aber nicht der Kern des heutigen Abends. Der Kern des heutigen Abends besteht in dem Vortrag, den uns Herr Professor Kirschniak halten wird. Den Titel kennen Sie, deswegen sind Sie hier. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. Herr Professor Kirschniak, ich stelle ihn nur ganz kurz vor, weil ich glaube, interessanter ist, wenn er selber spricht. Aber immerhin seit 1976 mit Studiumbeginn an der Eberhard, 76, Entschuldigung, was habe ich? 76 bin ich geboren, aber irgendein Fehler gehört dazu, da haben wir den schon. Auf jeden Fall war es an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, was den Studienbeginn anging. Da sind Sie dann später auch nochmal zurück hin, glaube ich. Da wurde schon ziemlich früh Ihr Interesse an den Technologien geweckt. Also über das Medizinische, rein Medizinische hinaus, hat Sie den Bereich Technik schon immer interessiert. Gewinnt man den Eindruck, wenn man Ihre Vita liest. Das wird uns seit mittlerweile dann 2020 hier in Mönchengladbach und in den Kliniken Maria Hilf sehr zugutekommen. Das spüren wir schon. Wir haben es schon seit 2020 gespürt, als wir den OP-Roboter Da Vinci hier mit Ihrer Unterstützung einführen und auch immer noch dessen Funktion und Anwendung weiter ausbauen dürfen. Aber ich möchte mich da gar nicht irgendwie in den vagen Äußerungen zur Technik ergehen. Ich möchte Ihnen das Wort erteilen und freue mich auf einen interessanten Vortrag. Vielen Dank. Herr Dückers, vielen Dank. Das muss ich schon korrigieren, weil sonst wäre ich ja schon wieder in Pension, das wäre ja auch gut. Ja. Nein, also erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich tatsächlich, dass doch viele Leute hierher gefunden haben auf einen Titel, mit dem man vielleicht auch erstmal gar nicht so viel anfangen kann. Ich entschuldige mich gleich vorweg, ich habe einen ziemlich blöden Reizhusten. Also wenn ich mich ab und zu mal umdrehe und huste, dann versuche ich eben den Krach über das Mikrofon nicht zu verbreiten. Aber ich hoffe, dass ich die halbe Stunde durchstehe. Ja, chirurgische Technologien, warum habe ich mich dafür interessiert? Das ist immer so ein schicksalhafte Begebenheit gewesen. Ich erzähle es mal vielleicht ganz kurz. Sie wissen ja, dass man als Medizinstudent dann versucht, auch zu promovieren. Und diese Promotion macht man ja häufig auch während des Studiums. Und im Rahmen dessen habe ich mich eben dann in den chirurgischen Disziplinen um eine Promotion bemüht. Und es gab im Prinzip zwei Arbeitsgruppen, die in Tübingen damals wirklich erfolgreich waren. Das war einmal die Arbeitsgruppe um Professor Fieban, er ist Ordinarius in Bochum und macht die meisten Pankreastransplantationen in Deutschland mit Pankreas-Nierentransplantationen. Und der war damals auch mein Oberarzt auf der Station, auf der ich als Pflegekraft gearbeitet hatte. Und den hatte ich gefragt, ob er eine Promotion zu vergeben hat. Und hat aber gesagt, Herr Kirschniak, ich kenne Sie gut, ich würde Sie gern aufnehmen, aber erstens werde ich bald die Klinik verlassen, das heißt, ich kann Sie gar nicht zu Ende betreuen. Das war also sehr ehrlich und fair. Und zweitens habe ich über 10 Promotionsstudenten gerade laufen, ich kriege sie gar nicht mehr unter. Und dann bin ich in deren Ding in ein Labor reingelaufen, wo ich auf eine Truppe von 15 Vollzeitwissenschaftlern gestoßen bin. Da waren Mathematiker dabei, Physiker, Ingenieure, Mediziner, Ärzte, die sich eher wirtschaftlich und juristisch auseinandergesetzt haben. Und die haben tatsächlich in der Zeit die minimalinvasive Chirurgie bearbeitet. Und was ich damals nicht wusste, war, dass Professor Buis, dann mein Promotionsvater, tatsächlich einer der großen Pioniere der minimalinvasiven Chirurgie weltweit war. Er gehörte damals zu den 5 großen Persönlichkeiten auf den internationalen Kongressen, die neue Operationstechniken mit Schlüssellochoperationstechniken eben entwickelt und weitergebracht haben. Und im Rahmen dessen bin ich dann über diese Promotion dann eben über ein Entwicklungsprojekt von einem neuen Verfahren, das tatsächlich da auch den Weg auf den Markt gefunden hat, in der weiteren Zukunft in dieses Thema reingerutscht und habe mich weiterhin damit beschäftigt und möchte Ihnen heute einfach ein paar Rückblicke, Einblicke und Ausblicke in die Zukunft geben, was uns Chirurgen beschäftigt, um am Ende des Tages bessere, das heißt sicherere und schonendere Medizin anbieten zu können. Ich gehe also auf diese Punkte ein. Ich zeige Ihnen eben mal, wo wir gerade ungefähr stehen, auch mit 2, 3 wissenschaftlichen Daten. Falls Sie zu den Slides oder zu den Grafiken oder zu den Ausdrücken Fragen haben, dürfen Sie sich auch gleich gerne melden und einfach reinrufen, damit ich dann die Dinge erläutern kann, weil es doch verschiedene, doch ziemlich komplexe Dinge sind, die man vielleicht als Laie erstmal auch nochmal erklärt bekommen muss.
Dann werde ich über die minimalinvasive Chirurgie, also die Schlüsselloch-Operationstechnik, sprechen. Die Weiterführung davon ist die roboterassistierte Chirurgie, die ja auch nicht nur hier angeboten wird, sondern in durchaus vielen anderen Kliniken in der Nachbarschaft auch. Dann möchte ich über intelligente Implantate sprechen, also welche Möglichkeiten bestehen noch, die Funktionen des Verdauungstraktes zu beeinflussen mit Technik, mit einer schonenden Variante und vielleicht auch noch ein paar Ausblicke, was ich denke, was in Zukunft uns beschäftigen wird, bringen. Ja, was heißt Innovation in der Chirurgie? Das ist schon mal eine ganz wichtige Frage, was uns eigentlich umtreibt. Und Sie sehen hier ein paar Begrifflichkeiten. Ich fange mal mit einer Sache an, die mir ganz besonders am Herzen liegt und mit der ich mich auch immer auch beschäftigt habe, ist das Training und die Ausbildung. Alles, was wir nutzen an Instrumenten und Techniken im OP und außerhalb des OPs, aber ich konzentriere mich heute auf den OP, ist natürlich verbunden damit, dass die Leute gut ausgebildet sind. Und nur durch gute Ausbildung, durch gutes Training können wir dann diese Techniken auch anwenden. Ich kann mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel die Blinddarmoperation. Viele Leute kennen diese Operation, haben sie vielleicht auch selbst erlebt. Er wurde früher über einen Wechselschnitt durchgeführt, hier im rechten Unterbauch. Das heißt, es wurde offen operiert und man konnte eben dann auch anleiten, diese Operation durchzuführen. Das heißt, ein jüngerer Kollege konnte dann eben die Handschritte, die Schritte machen und der ältere Kollege konnte eben dann überwachen, ob das alles ordentlich läuft. Das geht heutzutage eben nicht mehr so gut, weil man eben mit den technischen Instrumenten, mit denen man arbeitet, erstmal die Hand-Augen-Koordination trainieren muss. Man muss also erstmal lernen, auf einem Bildschirm zu operieren und nicht direkt. Das ist ungefähr genauso, wenn Sie ein Hähnchen zerlegen wollen und Sie machen einen halben Meter Stab dazwischen und Sie müssen das Hähnchen trotzdem zerlegen. Das geht natürlich viel schwieriger als mit Messer und Gabel. Und das, um so anschaulich zu erklären, ist also jede Innovation, die wir betreiben, immer mit einem wichtigen Trainings- und Ausbildungskonzept verbunden. Wir haben das Thema Visualisierung. Wir sehen natürlich in den Situs und wir können heutzutage durch moderne Techniken Dinge darstellen, die wir gar nicht mit dem normalen Auge sehen können. Und da werde ich Ihnen nachher Beispiele zeigen. Dadurch, dass wir am Roboter arbeiten, dass wir weit weg vom Patienten arbeiten zum Teil, ist die Frage, wie kann ich dem Chirurgen trotzdem das geben, was er immer gesagt hat, was wichtig ist, nämlich das Gefühl für das Gewebe und das Gefühl, wo er sich befindet, was er ertastet und was für Gewebe da zwischen seinen Fingern oder seinen Instrumenten ist. Dann ist natürlich eine ganz wichtige Innovation die Entwicklung der eigentlichen Instrumente. Wie sollen die Spitzen vorne aussehen? Wie soll das Greifinstrument greifen, das möglichst fest greift, aber möglichst atraumatisch, also möglichst wenig Verletzungen macht? Eine ganz wichtige Frage ist die Schnittstelle zu anderen Techniken. Wie kann ich die Techniken im OP vereinen und auch speichern und auch weiterverarbeiten? Also die Frage der Schnittstelle und die OP-Integration ist Innovation im OP-Saal. Und das Thema, das finden Sie, glaube ich, heute, egal bei welchem Thema, mit dem Sie sich beschäftigen, Big Data, künstliche Intelligenz, das treibt uns Chirurgen zurzeit auch ganz wild rum und da bin ich mal sehr gespannt, was die nächsten 5 bis 10 Jahre bringen. Aber hier sind ganz große Projekte in der Pipeline von der Industrie. Ich werde 1, 2 Dinge nachher gleich zeigen. Ja, das ist hier die Evolution des Chirurgen, wenn Sie so wollen. Also etwas rückläufig, nicht vom krabbelnden oder Vierbeiner zum Aufrechten, sondern wir entwickeln uns rückwärts. Das ist so, wie wir bis Ende der 80er Jahre immer operiert haben, also offen am Patienten mit Skalpell, mit Nadelhalter, Pinzette und Schere. Und das hat sich eben dann verändert, als die minimalinvasive Chirurgie eingeführt worden ist. Und die minimalinvasive Chirurgie hat eben den großen Vorteil, dass wir die großen Bauchschnitte verhindern können und eben mit kleinen Verletzungen der Bauchdecke, die Integration der Bauchdecke eben nicht zerstören und damit eine bessere Wundheilung erzeugen, weniger Schmerzen, weniger langer Krankenhausaufenthalt, weniger lange Erholungszeiten und schließlich auch einen gewissen ästhetischen Aspekt mit Vermeidung von großen Narben. Und was eben passiert ist, ist, dass eben diese Handinstrumentenschnittstelle ersetzt worden ist über einen Operationsroboter. Ich zeige gleich noch ein Foto, der bedient wird vom Chirurgen. Sie sehen auch unsteril, also nicht mehr steril angezogen, sondern relativ gemütlich und entspannt an der Konsole, die dann eben eigentlich das macht, was in dieser Zeit eben die Hände und die Instrumente des Chirurgen gemacht haben. Und das hat natürlich auch einen Aspekt, Sie dürfen nicht vergessen, wir arbeiten 35 Jahre lang in diesem Job und es ist ja auch durchaus ein körperlicher Job, der anstrengend ist und wir stehen ja oft viele Stunden im OP und einer der Ordinarien in Tübingen, Herr Professor Wallwinger, hat immer gesagt, SOS, save our surgeon, also sichere unsere Chirurgen, damit die gesund bleiben, damit sie keine Verletzungen bekommen. Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie so stehen, das sieht man auch hier schön an der Haltung, der Kollege hat den Kopf überstreckt,
Das macht langfristig Halswirbelsäulenprobleme zum Beispiel. Dann, wenn er zum Beispiel hier den Arm nicht so gut anliegt wie hier, sondern irgendwie so operieren muss, kommt es zu Schulterproblemen mit Rotatorenmanschettenrupturen und so weiter. Das sind alles im Prinzip Arbeitserkrankungen, die Chirurgen mit sich tragen. Und deswegen Save Our Surgeon, also die Konsole und das Operieren am Roboter, ist auch ein Aspekt, mit besserer Ergonomie, mit besserer Entspannung zu operieren und sich dann auch aufs Wesentliche konzentrieren zu können. Das sind nochmal kurz die Schlagwörter zu dem Vergleich offenes Operieren und laparoskopisches, also minimalinvasives Operieren. Weniger Narbenbrüche, weniger Schmerzen. Wir haben durch die Standardisierungen in der laparoskopischen Chirurgie ein hohes Grad an Ausbildung eingebracht und können so Operationen immer gleich durchführen und auch gut überwachen, dass die Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden können. Es gibt aber auch durchaus noch Gründe, warum man offen operieren muss und es nicht anders geht. Das ist insbesondere dann, wenn wir Patientinnen und Patienten haben, die schon vielfach voroperiert worden sind. Ein oder zwei Voroperationen sind in der Regel keine Kontraindikation. Je nachdem, was für Eingriffe das waren, kann man auch sagen, man versucht es minimalinvasiv und kann immer noch sagen, man kann auf offen umsteigen. Das sind sicherlich Themen, die man immer abwägen muss. Und das ändert sich natürlich auch im Laufe der Karriere des Chirurgen und der Erfahrung des Chirurgen, was er sich minimalinvasiv zutraut. Notfälle können auch ein Grund sein, dass man eben nicht minimalinvasiv operieren kann. Das klassische Krankheitsbild ist der Darmverschluss. Das heißt, wenn der Darm aus irgendwelchen Gründen eine Engstelle hat und nicht mehr weiter transportiert, kommt es eben zu einer Darmverschlusserkrankung, die lebensbedrohlich ist. Und dadurch, dass der Darm dann so aufgebläht ist, können wir mit den Instrumenten diesen Darm gar nicht mehr anfassen, weil es zu Verletzungen kommt. Und das ist also auch ein Grund, dass wir solche Operationen noch offen durchführen müssen. Und dann gibt es immer noch die großen maximalen Varianten. Ich spreche hier insbesondere von der Bauchspeicheldrüse oder von großen Lebereingriffen. Die kann man natürlich auch unterteilen. Und auch da sind wir in der Weiterentwicklung schon so weit, dass Zentren auch das minimalinvasiv und mit dem Roboter operieren. Aber hier sind immer noch, ist man auch zum Teil auch noch zurückhaltend, um einfach da nichts zu riskieren und dann eben lieber den offenen Bauchschnitt zu akzeptieren, damit die eigentliche große Krebsoperation im Körper sorgfältig durchgeführt werden kann. Jetzt kommt eine Studie, ich will sie nur einmal kurz erklären, wie wir wissenschaftlich denken und versuchen auch Verfahren zu bewerten. Als Beispiel die Frage, ist denn minimalinvasive Chirurgie denn auch so gut wie offenes Operieren? Die Frage hat uns lange rumgetrieben, ich werde gleich noch ein, zwei Anekdoten aus der Vergangenheit erzählen, aber im Grunde gab es immer viele Kritiker, die gesagt haben, wenn man minimalinvasiv operiert, ist man onkologisch nicht so gut, das heißt, man macht nicht so sorgfältig den Tumor aus seinem Umgebungsgewebe und nimmt auch nicht so viel Lymphknoten mit. Das ist entscheidend für das Überleben des Patienten, für das Langzeitüberleben, dass sie eben die Lymphknoten in der Region mitnehmen und den Tumor möglichst atraumatisch aus dem Körper entfernen. Und diese Arbeit hat im Prinzip zum ersten Mal wirklich aufgezeigt, das sehen Sie im unteren Kästchen, dass hier Open Surgery im Langzeitverlauf schlechtere Ergebnisse gezeigt hat im Gesamtüberleben als die laparoskopische, also minimalinvasive Chirurgie. Und das auch noch, wenn Sie sehen, Stage 3 heißt es, im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung. Damit hat man eigentlich gar nicht gerechnet, man hat gedacht, die einfachen Befunde, die kleinen Befunde, die gehen vielleicht minimalinvasiv. Und dann hat sich plötzlich gezeigt, dass auch die großen Eingriffe minimalinvasiv durchgeführt werden mit einem exzellenten onkologischen Outcome. Mit solchen Arbeiten versuchen wir uns dann tatsächlich auch uns damit zu beschäftigen, was wirklich uns Vorteile bringt langfristig. Und deswegen sind solche Überlebenskurven ganz entscheidend für uns in der Bewertung von verschiedenen Verfahren. Hier sehen Sie Professor Kurt Semm. Der Chirurg gibt es nicht gerne zu, aber es war ein Frauenarzt, der tatsächlich als erster 1980 eine laparoskopische Blinddarmoperation durchgeführt hat. Und auch Kurt Semm hat bereits ganz früh gesagt, pass mal auf, bevor ich das am Patienten mache, muss ich das trainieren, diese Instrumentenführung mit den langen Instrumenten, und hat sich damals schon mit Trainern auch auseinandergesetzt, wie man eben so eine Blinddarmentfernung dann auch simulieren kann. Und hat dann auch verschiedene Instrumente dafür benutzt, die heutzutage nicht mehr unbedingt gängig sind, aber im Grunde hat er so geschafft, eben hier den Blinddarm, hier sehen Sie den Blinddarm, wie er hier angeschlungen wird, hier mit Fäden quasi ligiert werden, also abgebunden werden und durchtrennt werden. Und er hat eben als erster Gynäkologe in dem Bauch, also viszeralchirurgischen Bereich, diese Operation durchgeführt. Hier sehen Sie Erich Mühe. Erich Mühe hat in Böblingen tatsächlich gearbeitet damals. Er war Chirurg und hat als erster Chirurg weltweit
Also Sie sehen schon, wir waren als Deutsche da doch relativ innovationstreibend in der Zeit. Hier dieses Galloskop entwickelt, mit dem er als erster weltweit die Gallenblase entfernt hat. Und die Geschichte ist deswegen sehr spannend. Er hat es dann 1984 auf dem Chirurgenkongress vorgestellt. Trifft man sich einmal im Jahr und jeder erzählt, was er gerade so wissenschaftlich gemacht hat. Und er wurde mehr oder weniger von der Fachgesellschaft ausgeschlossen, weil die Gemeinschaft gesagt hat, so wollen wir nicht operieren, die minimalinvasive Chirurgie hat keine Zukunft, das ist ja alles Pfusch, und wurde eben damit quasi extrem abgestraft. Das hat sich natürlich in den Jahrzehnten dann verändert. Ich werde gleich noch ein Zitat bringen, aber es war natürlich eine harte Zeit für ihn. Ganz traurig ist, man sieht ihn hier im Radtrikot, dass er tatsächlich bei einem Radunfall ums Leben gekommen ist. Ich würde jetzt gerade den Ton bitte einspielen. Und jetzt kommt ein Video, das ist ganz kurz auf Englisch, ich werde es nachher ganz kurz auf Deutsch übersetzen. Ich glaube, das ist ganz beeindruckend. Er hat gesagt, dass es eben auch für die nächste Generation wichtig ist, dass ich diese Innovation vorantreibe und für meine Kinder. Und vielleicht haben Sie darauf geachtet, das ist natürlich ein Video aus Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und wie da noch die Technik aussah. Und auch, was ich gerade lachen musste, ist diese Glasfaserkabeln. Sie brauchten zwei Glasfaserleitungen, um eine schnelle Telefonleitung zu haben, um solche Sachen zu ermöglichen. Und wir hatten tatsächlich damals in unserem Labor auch immer mit den Glasfaserkabeln zu tun. Und immer wenn die Verbindung mit dem Telefon nicht funktioniert hat, war immer alles, ging ja nichts. Ja. Das ist natürlich heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, weil jeder sein iPhone hat und im Prinzip gar kein Kabel mehr benutzt. Aber das ist was beeindruckend ist. Das war eben die erste telechirurgische Operation. Er ist also quasi von Frankreich, Straßburg nach New York geflogen, um diese Operation durchzuführen. Seine Patientin war aber in Straßburg und es wurde eben über den ganzen Ozean übertragen und dann eben so durchgeführt. Was dann aber passiert ist, Sie sehen es, das sind hier die Zahlen, hier von den Ende der 90ern bis hier 2015, 16, wie langsam aber dann trotzdem die Entwicklung war, obwohl doch jeder sieht, wo die Vorteile sind. Und insbesondere bei den großen Operationen ging es eigentlich erst hier in dieser Zeiteswende hier dann richtig los, dass wir angefangen haben, minimalinvasiv die Operationen durchzuführen. Und das ist ein Zitat aus dem Ärzteblatt und hier heißt es jetzt tatsächlich 2022, heute wird die Einführung der minimalinvasiven Chirurgie neben der Innovation Asepsis und Anästhesie als größter Fortschritt in der Chirurgie bezeichnet. Das heißt, wir haben Asepsis, ist klar, dass man also sauber arbeitet, steril arbeitet und entsprechend Antibiotika hat, wenn man benötigt werden. Und eine Narkose macht ja eigentlich sowieso eine Operation erst möglich. Aber dass diese kleine Veränderung dann doch jetzt so hoch bezeichnet wird, ist, glaube ich, ganz interessant. Und für jemanden, der sich sehr früh auf dieses Gebiet auch mit Skeptikern auseinandergesetzt hat, freue ich mich natürlich sehr darüber, dass die Entwicklung dahingehend ist. Das vielleicht ganz kurz zu den eigenen Zahlen. 2019 wurden hier 10% der Dickdarmeingriffe minimalinvasiv durchgeführt. Ich habe 2020 im August dann hier die Leitung übernommen und wir haben dann erst die Laparoskopie eingeführt und ausgebaut und schließlich 2021 mit der Robotik weitergemacht. Und Sie sehen, wir machen bei allen gesamten Darmeingriffen inklusive der Tumorerkrankungen die Operation jetzt nur noch bei 25% der Fälle offen und sonst nutzen wir die Schlüssellochoperation oder die Robotik.
So sieht eben jetzt dieser Roboter aus. Er hat im Prinzip drei wichtige Aspekte. Das ist die Eingabekonsole, die habe ich Ihnen gerade schon vorgestellt. Hier haben Sie den eigentlichen Roboter, Patient Card, mit vier Armen, die eben jeweils ein Instrument führen. Und Sie haben eben immer den Videoprozessor und die Steuerung des Systems, welcher wieder konnektiert ist mit den beiden anderen, sodass die Steuerung hier stattfindet und Sie können eben hier mit der Konsole diese Arme steuern. Kurzer intraoperativer Einblick, wie solche Arbeitsschritte dann im OP am Patienten aussehen. Sie sehen, dass die Instrumente sehr klein sind. Sie haben ungefähr vorne an der Spitze 2 bis 3 mm Breite. Und das ist eben das Gewebe, das man jetzt hier unten im Becken präpariert. Hier ist der Dickdarm, Enddarm. Und Sie sehen, wie präzise und fein, das Wackeln ist tatsächlich wegen Video, nicht wegen dem Roboter, wie präzise und fein Sie hier arbeiten. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass die natürlichen Bewegungen, auch das Zittern eines jeden Chirurgen, jeder Chirurg zittert auch. Sie müssen nicht denken, dass ein Chirurg nicht zittert. Wir haben natürlich auch einen Tremor und das unterdrückt natürlich die Maschine auch komplett. Und Sie arbeiten in einer extrem guten Visualisierung mit einer 10-fachen Vergrößerung durch die Konsole und können eben hier sehr, sehr präzise arbeiten und sehen auch Strukturen. Hier unten zum Beispiel im Becken kommen Nerven, die wichtig sind für die Steuerung des Beckenbodens, der Blase, des Enddarms, der Sexualfunktion. Diese Nerven wurden früher gar nicht berücksichtigt, weil man gar nicht wusste, dass da überhaupt die Nerven sind und gesehen hatte. Und das kann man eben heute alles darstellen, da werde ich nahezu auch nochmal darauf eingehen, auf die Nerven im Becken. Das sind die Aspekte, die eben diese Technik so faszinierend machen. Wir haben eben hier nicht nur eine ganz normale Sicht, sondern der Kopf steckt in der Konsole. Sie sind wie in einem Tunnel, wenn Sie so wollen. Und Sie haben eben zwei Okulare und haben eben eine 3D-Sicht. Auch das ist bemerkenswert, wie wichtig Ihnen das bei der entspannten Operation, also es ist einfach viel entspannter, als dass Sie ein 2D-Bild auf dem Monitor übertragen müssen im Hirn in eine 3D-Welt. Sie können sich nur am Schatten oder an sekundären Raummerkmalen orientieren. Mit einer 3D-Sicht bewegen Sie sich natürlich ganz natürlich mit Ihren Instrumenten im Verhältnis zum Gewebe. Und Sie haben eben hier die starke Verkleinerung Ihrer Bewegungen der Instrumente. Also wenn ich hier 6 cm hier meine Hand bewege, macht mein Instrument nur 2 cm. Das heißt, durch diese Verkleinerung der Bewegung bin ich naturgemäß viel, viel präziser. Und dann haben diese Instrumente tatsächlich einen extrem intelligenten Aufbau. Die haben nämlich hier eine Abwinklung, die das Handgelenk nachahmt. Das heißt, genauso wie ich meine Hand bewege, auch die Kippbewegung, macht das Instrument auch. Und das ist eben bei der starren Laparoskopie, bei der normalen minimalinvasiven Chirurgie nicht möglich. Das war ein Paper, das ich zusammengefasst habe mit mehreren Leuten international, bezogen auf die Vor- und Nachteile, weil es war in diesem Journal angefragt, man soll mal bewerten, was für Vor- und Nachteile eigentlich die Robotikchirurgie und die Einführung von Technik im OP bringen können. Einig war sich die ganze Mannschaft hier von Autoren, dass man viel, viel besser sehen können, wir können viel präziser präparieren. Die Ergonomie, also der Chirurg selbst, ist wesentlich entspannter bei der Operation. Wir können in die Konsole natürlich Bilder und Informationen mit integrieren, dazu komme ich nachher nochmal. Wir können exzellent teachen mit zweiten Konsolen zum Beispiel oder wenn man eben am Monitor anzeichnet, wo der Kollege eben arbeiten soll. Wir haben gesagt, es ist für den Roboter und für die Technologie im Moment noch keine so starke Evidenz da, dass wir sagen können, dass es unbedingt deutlich besser ist als die minimalinvasiven Chirurgie. Wir haben häufig längere OP-Zeiten durch den Aufbau vor allem und durch die Operationsschritte, die etwas langsamer gehen. Wir brauchen Lernkurven, wir brauchen Ausbildung und der Aspekt teuer, den stelle ich da unten immer hin, weil es eigentlich nicht unbedingt in ein wissenschaftliches Journal gehört, aber leider eben dann doch in die Diskussion, Robotikchirurgie ist teuer. Wenn Sie einen Roboter einsetzen, zahlen Sie ca. 2.000 Euro pro Eingriff mehr, als wenn Sie minimalinvasiv operieren. Und das zahlt natürlich nicht das Gesundheitssystem, das zahlt auch nicht Sie als Patient, sondern es bezahlt im Prinzip das Krankenhaus und investiert hier in die Innovation und in die mutmaßlich bessere Chirurgie. Jetzt kommt ein Operationsvideo eines etwas größeren Eingriffs, um einfach nochmal ein paar Einblicke zu geben, wie die verschiedenen Schritte sind. Es geht 2 Minuten, ich hoffe, Sie erschrecken nicht zu sehr. Sie sehen, wir müssen also relativ standardisiert hier die ganzen Einstellungen und OP-Vorbereitungen machen. Sie sehen, wir müssen genau wissen, wo gehen wir mit den Instrumenten hin, um unsere Zielregion zu erreichen. Das sind Dinge, die auch häufig diskutiert werden auf Kongressen. Wie machst du es, wie mache ich, wie geht es besser? Und hier sehen Sie eben zum Beispiel die Präparation auf der Hauptschlagader. Wir präparieren gerade ein Gefäß, welches zum Enddarm zieht. Und hier sehen Sie im Becken dann die Präparation des Enddarms selbst aus der Umgebung. Es geht hier in dem Fall um eine Dickdarmoperation.
und sehen, wie wir eben mit den vier Armen ein ganz ruhiges Bild haben und alles steuert der Chirurg selbst. Also es ist nicht so, dass da eben der Assistent noch viel machen muss, sondern es ist alles in der Hand des Chirurgen, der an der Konsole sitzt und dadurch hat er eben die komplette Kontrolle über die Operation. Viele haben das damals in der Entwicklung der Zeit genannt Solo Surgery, was ich nicht ganz gut finde, weil wir natürlich nicht alleine operieren wollen, sondern wir sind immer ein Team. Aber Tatsache ist, Sie haben natürlich hier schon die volle Kontrolle. Sie gehen hier ganz tief in den Beckenbereich. Hier sehen Sie die Nerven, die ich vorhin angesprochen habe. Sie können auch Clips applizieren, wenn Sie größere Gefäße verschließen. Und es stehen eben alle Techniken zur Verfügung, die notwendig sind. Und Sie sehen, bei onkologischen Eingriffen muss man die Gefäße alle frei machen. Man darf also kein Gewebe drumherum lassen, damit die Lymphknoten mit weg sind. All dies können wir eben mit der Robotikchirurgie erreichen. Jetzt kommt ein Bild, das werden Sie gar nicht erkennen, dass es gar nicht echt ist, sondern es müsste auch ein Video sein. Ja, das ist tatsächlich jetzt eine 3D-Simulationssoftware, die hier in der Kiste hier hinten drin eingebaut ist. Es ist im Prinzip eine große Playstation, wenn Sie so wollen, für einen Schnäppchenpreis von 250.000 Euro. Und hier sehen Sie, wie hier in 3D die komplette Operation nachgestellt ist. Und die jüngeren Kollegen eben jetzt hier diese Operation trainieren können, in 3D-Sicht. Hier können auch Komplikationen simuliert werden, Blutungen etc. Hier werden anatomische Landmarken angemalt, damit eben ja auch nicht nur die Operation selbst, sondern eben auch die Anatomie nochmal geteacht wird. Und es ist so, wenn man eben mit so einem Operationsroboter anfängt zu operieren, muss man erstmal auf einen Workshop gehen. Dann geht man, zuerst geht man bei jemandem anderen zugucken, dann geht man auf einen Workshop, in der Regel ist es hier in Straßburg oder in Gent, da stehen extra Institute dafür, da werden sie dann 2 bis 3 Tage lang geteacht, dann werden sie geproktort, das heißt, es kommt ein erfahrener Kollege von extern, damit ihnen dann die ersten Eingriffe durchführt und so werden sie in diese Verfahren eingeführt. Das war bei mir ein bisschen anders, weil ich 2014 einer von den Ersten war, der die Operation in der Viszeralchirurgie durchgeführt hatte und somit habe ich mich eben selbst damit vorbereitet, selbst trainiert, ich habe mir Modelle aufgebaut, bis ich mir so sicher war, dass ich den ersten Patienten damit operieren konnte und habe mich dann so rangeführt. Aber im Grunde ist es so, dass eben heutzutage die Trainings durchlaufen werden müssen, sonst darf man gar nicht an einen Roboter. Das ist also ein Sicherheitsaspekt, die Ausbildung ist da ganz wichtig, dass die Leute gut ausgebildet sind. Faszinierend, was hier dreidimensional alles schon dargestellt werden kann und wie das eben dann damit exzellent eben simuliert werden kann. Und das kann man so oft machen, wie man will. Man kriegt dann Lernkurven, man sieht dann Auswertungen und dann als leitender Arzt kann man dann gucken, okay, hat er seine Skills erfüllt, hat er oft genug trainiert, kann ich den jetzt die ersten Operationen machen lassen. Kleiner Themawechsel. Wir haben über Nerven gesprochen gerade eben. Wir können mal die ganze Robotik auf die Seite schieben jetzt und überlegen, was es noch für Innovationen gibt, die wir auch hier in Mariahilf-Kliniken auch nutzen. Ich habe über Nerven gesprochen und das war lange ein Thema. Sie müssen sich vorstellen, wir haben uns ganz lange Zeit immer nur auf die onkologischen Ergebnisse, also auf die Ergebnisse des Operationsfeldes, wie komplett das Präparat ist, wie viele Lymphknoten wir präpariert haben, konzentriert. Und was wir jetzt immer weiter merken, dass wir in diesem Krebsbereich gar nicht chirurgisch besser werden. Wir haben mehr Chemotherapie, wir haben mehr Strahlentherapie, wir können jetzt mit Immuntherapie und so weiter arbeiten. Also da entwickelt sich sehr viel, aber die Chirurgen werden einfach nicht mehr viel besser, weil wir ja im Prinzip ja nur die Anatomie berücksichtigen und wissen ja, wo die Lymphknoten sind. Das heißt, wir müssen uns immer mehr darauf konzentrieren, das Ergebnis nach der Operation auch funktionell einzuschätzen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie einen Enddarmkrebs haben und Sie entfernen den Enddarm, haben 60% der Patienten nach einer Enddarmoperation Schwierigkeiten mit der Entleerung, mit Inkontinenz, mit also lebensbeeinträchtigenden Dingen. Und die hat man früher in Kauf genommen, weil man gesagt hat, wir haben den Krebs weggeschnitten. Ist doch klar, dass du jetzt ein Problem hast. Und genau das ist aber ein Thema, das uns eben jetzt immer mehr beschäftigt, das besser zu machen, um die Ergebnisse postoperativ nicht nur auf der Krebsseite, sondern eben auch funktionell für die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Und das Thema beschäftigt mich eben auch schon seit mehreren Jahren. Das, was ich Ihnen gleich vorstelle, ist unter anderem auch Teilprojekt gewesen eines vom Bund geförderten Projektes, in dem ich da im Konsortium war und wir eben diese Technik weiterentwickelt haben. Und zwar geht es darum, dass wir versuchen, die Nerven im Becken aufzufinden, sicher zu sein, dass sie noch funktionieren und sie zu schonen. In der Simulation sieht es jetzt hier so aus, diese Nervenplexus sind anatomisch relativ komplex, die liegen eben hier auf den Gefäßen, die zum Bein ziehen und ziehen dann zu den Erfolgsorganen, eben Beckenboden, Blase, Enddarm und Sexualfunktion. Und diese Nerven, sie gehören zum vegetativen Nervensystem. Das vegetative Nervensystem ist das unbewusste Nervensystem, welches ihre inneren Funktionen steuert, weniger also die eigentliche bewusste Bewegung, sondern eben die unbewusste. Und das Erfolgsorgan ist jetzt zu messen, hier in dem Fall ist es der Schließmuskel des Anus. Und was wir machen können ist, wir können mit einer Elektrode diese
Nerven aufsuchen und wenn das Nervensignal dann weitergeleitet wird an den Anus, gibt es eine Rückkopplung. Diese Verfahren werden standardmäßig schon seit Jahrzehnten an der Schilddrüse genutzt, um die Stimmbandnerven zu schonen, um sicher zu sein, dass wir die nicht verletzt haben bei der Schilddrüsenoperation. Da sind diese Verfahren schon etabliert, im Becken eben noch nicht. Und in diesem Projekt haben wir das eben gemacht. Und hier sehen Sie, der Kollege Jansen am Roboter. Und wenn wir jetzt das Video anmachen, gerade eben nochmal bitte in den Ton. Und hier sehen Sie die Elektrode, die jetzt den Nerven aufsucht. Er steuert es jetzt, guckt hier in die Konsole, sieht also jetzt nicht den Monitor von dem alten Nerven. Okay, danke. Sieht also nicht den eigentlichen Monitor, der ja am Patienten steht, sondern wir mussten uns überlegen, wie kriegen wir das Bild jetzt hier übertragen. Er konnte also eine Einblendung machen, dass wir Integration von diesen Techniken in diese Konsole machen können. Und das ist meines Erachtens eine der ganz ausschlaggebenden Grundprinzipien in den nächsten 10 Jahren. Wir können in diese Kiste alles einspielen, was wir einspielen wollen. Wir können Bilder einspielen, 3D-Rekonstruktionen, Planungen von Operationen, all das können wir uns hier einblenden und haben das vor unserer Nase und können uns damit eben dann auch können uns eben diese Daten auch und diese Informationen eben schnell holen und eben auch andere Dinge eben hier mit einblenden. Und das ist uns hier in meiner Hilfe gelungen. Wir machen bei allen Enddarmoperationen diese Nerventestungen, um uns sicher zu sein, dass wir das ordentlich operiert haben, zum einen, aber auch um den Patienten zu sagen, wir haben alles geschont, es ist alles in Ordnung. Von Anatomieseite sollte die Funktion so gut wie möglich sein. Und das Tok-Tok gerade eben, das zur Erklärung, warum ich es einblenden ließ, das Tok-Tok ist quasi die akustische Rückmeldung, dass wir ein gutes Signal haben. Jetzt gebe ich Ihnen eine kleine Denkaufgabe. Das Bild habe ich hier auf dem Flughafen mal gesehen, als ich unterwegs war. Und auf dem steht im Grunde, 45% unserer heutigen Arbeit läuft automatisch, damit wir uns um das kümmern können, was wichtig ist. Denk robotisch. Da stand ich dann vor dem Plakat und habe dann darüber nachgedacht, was es für mich jetzt eigentlich bedeutet. Wir haben einen Roboter, der unseren Boden wischt und saugt. Wir haben vielleicht einen Mähroboter. Wir haben natürlich das nur jetzt im Haushalt, aber wenn Sie in die Industrie gehen, sind überall Roboterarme, die Dinge übernehmen, damit der Mensch sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Jetzt sind wir natürlich hier in der Chirurgie und Sie denken natürlich jetzt auch schon, wie ich einen Schritt weiter. Da stellen sich dann schon ein paar Fragen. Bis jetzt werden alle Techniken vom Chirurgen angewendet und bedient. Kann Chirurgie automatisiert werden? Ist es überhaupt technisch möglich? Die Frage an Sie ist, ist es eigentlich der Wunsch der Gesellschaft, von einem Roboter operiert zu werden oder ist es für Sie irgendwie ein komisches Gefühl? Verändert vielleicht diese Automatisierung, Technologisierung auch das Verhältnis zwischen Patient und Arzt, was aus meiner Sicht immer noch ein ganz wichtiges ist? Hat es irgendeine Bedeutung oder eben nicht? Das sind spannende Fragen, die ich vor kurzem auf dem nordrhein-westfälischen Veterinärmedizinkongress mit einem Vertreter des Bundestages und mit anderen Vertretern, unter anderem auch mit einem Ethiker, diskutiert habe. Das kann man aus ganz verschiedenen Dingen betrachten. Ich zeige Ihnen mal, was der Stand der Technik ist und vielleicht können Sie die Fragen für sich selbst mit nach Hause nehmen oder wir können die nachher noch diskutieren. Insbesondere die zweite Frage finde ich eigentlich die spannendste, wie eigentlich der Patient oder die Patientin oder die Gesellschaft es sieht, wenn man sich vorstellt, dass so ein Roboter wirklich eigenständig Schritte übernimmt. Wir sind noch nicht so weit, keine Angst, im Moment wird noch alles vom Chirurgen gesteuert, aber um Ihnen zu zeigen, was hier in wissenschaftlichen Papers veröffentlicht werden, haben Sie ja folgendes Problem. Sie sehen hier oben ein Stück Darm, das ist wahrscheinlich vom Schwein oder vom Schlachthof ein Stück Darm entnommen, welches hier eingespannt ist und es wurde vorgegeben, an welcher Stelle die Stiche für die Naht gemacht werden sollen. Was Sie natürlich da machen müssen, ist, Sie brauchen natürlich eine Bilderkennung und eine intelligente Bilderkennung, der den Darm auch als Darm erkennt und entsprechend dann nicht denkt, es wäre was anderes. Sie haben einen riesen Aufbau hier und Sie haben natürlich dann das Nahtsystem selbst. Ich gehe mal eben in das Video, um einen Eindruck zu machen, was jetzt gerade im Moment im Labor technisch möglich ist. Da werden Sie ganz zufrieden sein, da müssen Sie keine Angst haben, dass es irgendwann auf Sie zukommt. Das wird sicherlich so schnell nicht sein. Das sehen Sie schon, wenn wir hier mal reingehen. Also das Bild erkennt jetzt eben über eine bestimmte Fluoreszenz die Anatomie. Es werden eben angegeben, wo die Spots sein sollen, wo genäht werden soll. Und dann marschiert, theoretisch, wenn man auf den richtigen Knopf drückt, der Roboter los. Aber hier muss zum Beispiel das andere Instrument, hier dieses Instrument wird vom Mensch gesteuert. Also sehr viele Sachen werden noch vom Menschen gemacht. Nur dieses Instrument wird von dem Roboter gesteuert und der näht eben jetzt diesen Darm zusammen.
Das ist jetzt ungefähr der aktuelle Stand unserer Ingenieurkunst. Das heißt, es ist noch nicht in der Industrie, das ist noch nicht zugelassen, sondern das ist das, was Leute in Forschungsinstituten entwickeln, um zu gucken, wie weit sind wir, was können wir eigentlich tun. Und das ist natürlich noch nicht so, wie man operiert werden will, aber es ist zumindest ein Ausblick, was vielleicht kommen kann. Dann ist es so, dass die Systeme kleiner werden. Dieses System zum Beispiel ist eigentlich für die HNO-Medizin entwickelt worden und erlaubt Operationen an den Stimmbändern. Der Chirurg steuert eben die grobe Einstellung. Sie haben natürlich Licht und eine Kamera vorne dran. Und die einzelnen Instrumente werden über so eine mechanische Kopplung quasi geführt. Und so bringen Sie eben jetzt flexible Instrumente quasi auch um die Ecke in den Körper durch natürliche Körperöffnungen und können eben hier Operationen durchführen. Auch hier gilt es, wackeln wieder unser Netzwerk und nicht dem Video oder dem System zu schulden. Nicht, dass Sie nachher denken, Medtronics hier, Medrobotics hätte irgendwie einen Wackler, sondern es liegt hier in unserer Übertragung. Das können Sie also vorstellen, hier sind ganz präzise Operationen auf kleinsten Raum möglich, wie Sie sonst anders vielleicht gar nicht hinkommen würden. Vorstellen kann man sich sowas natürlich auch, dass man diese Systeme auch im Darm anwendet, im Magen, durch die Magenspiegelung und die Darmspiegelung wäre sowas eben auch denkbar. Hier sehen Sie, wie hier wirklich um die Kurve operiert wird, wie Sie sonst gar keinen Zugang haben können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Durch die ganze Robotikchirurgie haben wir immer mehr Zugriff auf verschiedene Regionen, die wir früher gar nicht erreicht haben. Und hier sehen Sie nochmal weitere Miniaturisierungen als Prototypen oder als Muster, die so veröffentlicht werden, wie klein wir werden und wie präzise wir in Zukunft operieren können. Das ist nochmal ein kurzer Themenwechsel. Hier geht es auch wieder um Nerven und auch wieder um die Funktion im Becken, insbesondere jetzt bei Entleerungsstörungen und Stuhlinkontinenz, aber auch insbesondere bei Harnblasenproblematiken. Das ist hier zum Beispiel jetzt hier ein Schrittmacher. Die Schrittmacher kennen wir natürlich vom Herzen. Sie applizieren Strom an die Herzmuskeln, um das Herz zu steuern durch den Strom. Und was hier passiert ist, dass eine Sonde eingelegt wird, in dem Fall die Spinalnerven. Die Spinalnerven gehören tatsächlich unter anderem auch zum bewussten System und wird hier unten hinten unter die Haut eingepflanzt. Und was dieses System machen soll, ist insbesondere die Inkontinenz, die Stuhlinkontinenz, aber auch die Entleerungsstörung zu behandeln. Dieses Implantationssystem machen wir ja natürlich auch in der Klinik Maria Hilf. Ich zeige Ihnen die Prozedur. Was das Schöne daran ist, Sie machen damit nichts kaputt. Es ist wirklich eine Operation mit fast keinen Risiken. Einziges Risiko ist die Infektion von dieser Sonde. Sie pieksen quasi und Röntgenkontrolle hier in diese Foramina, in diese Löcher, in denen die Nerven verlaufen. Und wenn Sie dann Strom applizieren, sehen Sie schon, wie die Beckenmuskulatur sich anspannt. Und durch eine dauerhafte Stromapplikation von ganz wenigen Milliampere, also eigentlich für immer, wenn Sie so wollen, verändert sich interessanterweise das Gedächtnis und deswegen nennen wir sie auch nicht Stimulation, sondern eigentlich Modulation des Nervensystems. Und wir erreichen dadurch eine gewisse Aktivität des Beckenbodens, was vielen Patientinnen und Patienten hilft, eine bessere Lebensqualität bezüglich ihrer Stuhlinkontinenz zu haben. An dieser Elektrode wird dann eben dann zunächst tatsächlich zweizeitig nicht der Schrittmacher implantiert, sondern eine Testelektrode. Man macht dann für über 2 Wochen eine Testphase und wenn man dann sieht, dass es dem Patienten, der Patienten was bringt, dann wird erst der Schrittmacher implantiert. Das ist insofern sinnvoll, weil es ein Implantat ist, weil es ja auch ein Fremdkörper ist und man will es ja nur implantieren, wenn es wirklich sinnvoll ist. Und in dieser Testphase haben die Patienten häufig dann einen Therapieerfolg und was dann passiert ist, dass wenn man dann dieses Kabel durchtrennt und sagt, wir machen die Operation mit der Implantation des eigentlichen Stimulators erst in 2 Wochen, dass die dann ganz traurig sind und sagen, oh, da geht es mir nur 2 Wochen wieder schlecht. Und das ist tatsächlich so, die freuen sich dann richtig darauf, bis eben dann der eigentliche Schrittmacher implantiert wird. Und der kommt dann eben hier quasi hinten in den Gesäßbereich, sodass man, dass er nicht stört und kann dann auch so gesteuert werden, heutzutage über Bluetooth mit dem Handy. Hier auch noch ein System, welches wir angeschafft haben in Klinik Maria Hilf, ein Exoskop. Was ist ein Exoskop? Im Grunde ist es ein Mikroskop, wie ein Operationsmikroskop, aber viel, viel kleiner, wie Sie sehen, welches einen relativ kleinen Operationsgebiet, wir reden hier von der Schilddrüse, das sind vielleicht 4 oder 5 Zentimeter, auf einen riesigen Monitor überträgt.
in 3D-Sicht, deswegen tragen wir hier alle Brille. Und diese Exoskope ermöglichen eben auch ein zunehmend präziseres Operieren. Und wir machen hier dazu eben gerade eben Operationen im kleineren Bereich damit und versuchen eben diese Methode, die in der Viszeralchirurgie tatsächlich noch gar nicht so etabliert ist, viel mehr in Operationsgebieten wie zum Beispiel in der Neurochirurgie, wo zunehmend eben diese Systeme die Mikroskope ersetzen. Und wir versuchen eben diese Techniken auch hier einzuführen. Was natürlich den Unterschied macht, ist, sie arbeiten eigentlich dann wieder nicht nach unten guckend offen, sondern sie blicken dann eben auf einen Monitor und arbeiten wiederum indirekt, so wie in der Laparoskopie und gegebenenfalls auch in der Roboterchirurgie. Hier sehen Sie noch eine Methodik, die wir auch einsetzen, das ist die sogenannte Fluoreszenz. Wir können heutzutage durch fluoreszierende Marker, die wir über die Vene applizieren, Dinge sehen, die wir früher nicht gesehen haben und nur vermutet haben. Zum Beispiel, hier sehen Sie die Gallenblase, hier ist der wichtige Gang, den wir durchtrennen dürfen und müssen für die Gallenblase. Hier ist der Gang, den wir auf keinen Fall durchtrennen dürfen, das ist der Gang, der zur Leber führt und schwerwiegende Komplikationen machen kann, wenn man hier Verletzungen macht. Das kommt aber tatsächlich immer noch vor. Was Sie machen können durch dieses ICG und durch die Fluoreszenz, können Sie durch das Gewebe, welches sich hier auflagert, quasi schon erblicken, wo diese Strukturen sind und können die eben für sich rausleuchten. Wir nutzen dieses System vor allem bei der Durchblutungstestung. Hier ein Beispiel, hier sehen Sie Darm, so liegt der Darm quasi, wenn Sie offen operieren, vor Ihnen. Und jetzt müssen Sie festlegen, der Darm wird hier zusammengenäht, ist der gut durchblutet, weil wenn er nicht gut durchblutet ist, wird er auch nicht heilen. Und das konnten wir eigentlich früher eigentlich nur mit Puls messen, durch Antasten bewerten, durch den eigentlichen Blick und sonst nicht. Und was wir heutzutage eben machen, wir geben diesen Farbstoff und dann sehen wir innerhalb von wenigen Sekunden, ob sich eben unter der ICG-Beleuchtung dann, das ist eine bestimmte Wellenlänge, die man dafür braucht, tatsächlich auch der Darm gut durchbluten lässt oder ob es eben dazu kommt, dass es nicht gut durchblutet ist, hier ein bisschen zu dunkel, aber hier an diesem Beispiel hätte man gesehen, dass eben der eine Bereich grün ist und das, was der Chirurg eigentlich gedacht hätte, wo es gut durchblutet ist, war nicht mehr gut durchblutet und das musste man dann noch nachschneiden. Also auch diese Dinge sind mittlerweile hier etabliert und werden standardmäßig jeden Tag eingesetzt. Das ist nochmal ein Bild aus einem meiner Forschungsprojekte aus meiner alten Heimat. Kollegin Frau Dr. Miller, die auch hier mit nach Mönchengladbach gekommen ist vor 3 Jahren. Das war ein Projekt, wo wir uns Gedanken gemacht haben über die Umgebung eines Operationsbildes. Wenn Sie hier mal schauen, das ist wieder der Blick auf die Gallenblase. Das ist natürlich jetzt ein Plastikmodell oder ein Simulationsmodell. Und uns ging es jetzt darum, wie schaffen wir es mit künstlicher Intelligenz und mit eben den Rechenleistungen, die wir heutzutage zur Verfügung haben, auch die Umgebung von meinem Operationsfeld so darzustellen, dass der Chirurg sich nicht im Detail verliert und vergisst, dass in der Umgebung ja auch Strukturen sind, die man nicht verletzen darf. Und das war ein Projekt, ebenfalls ein Kooperationsprojekt, welches auch gefördert worden ist natürlich, in dem wir eben gezeigt haben, dass durch die Daten Sammeln von Daten und von der großen Rechenpower, die heutzutage unsere Rechner haben, wir eben hier gleichzeitig, wie wenn Sie mit Ihrem Handy so ein Panoramafoto machen, die Umgebung so ablichten können, dass sie relativ zuverlässig ist und wir damit eben dann so ein Panorama-View haben. Das ist ein Beispiel aus dem, was vielleicht in Zukunft kommt. Und das ist ein System, in dem wir auch tatsächlich einen Vertrag abgeschlossen haben. Das ist mit Johnson & Johnson, also einer der größten Firmen weltweit, die sich für die Entwicklung von neuen Techniken auch in der Medizin auseinandersetzt. Sie sehen hier einen typischen computertomografischen Datensatz. Das sind natürlich ganz viele Bilder, die wir ja immer sammeln bei unseren Patientinnen und Patienten. Hier sehen Sie, dass hier in dem Bereich es etwas dunkler ist. Und diese Daten können wir mittlerweile in Clouds einspielen bei diesen Firmen. Natürlich gibt es da Datenschutzregelungen und alles. Und die können dann aus diesen ganzen Sachen solche 3D-Modelle illustrieren. Was ist der Vorteil? Zum einen kann der Chirurg die Operation richtig planen, er kann also festlegen, das Gefäß mache ich durch, das lasse ich stehen, weil das brauche ich für die restliche Leber und so weiter und kann es eben dann hier mit diesen Datensätzen im Raum bewegen und ich kann dem Patienten natürlich auch hervorragend erklären, wo das Problem ist. Wenn der Tumor da ist, muss ich das wegschneiden und wenn ich das wegschneide, fällt gegebenenfalls auch noch das und das Gefäß, was wiederum schlecht ist für die Durchblutung etc. Das können Sie machen hier an der Leber, oder Sie können sowas an der Lunge machen. Also solche Dinge werden eben auch heutzutage eingesetzt, um eine Operation besser zu planen. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt, kann ich diese Datensätze natürlich dann live in den OP, zum Beispiel hier auf die Projektion, auf meinen OP-Situs einblenden und mir klar machen, wo ich bin. Das heißt, wir bewegen uns in eine Richtung, insbesondere in der Leberchirurgie oder bei den Organen, die große Organe sind, in denen die Tumore eventuell relativ klein im Gewebe sind, in eine navigierte Chirurgie zu. Da arbeiten ganz viele Firmen dran und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir da in Zukunft
mit konfrontiert werden, um eben weniger Gewebe entfernen zu müssen und trotzdem genauso sicher und genauso gut zu sein. Ich weiß, dass es jetzt viele Eindrücke waren, ganz viele Punkte vielleicht, die man bedenken kann und auch noch Fragen hat. Ich freue mich in jedem Fall, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Ich stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung, gerne jetzt hier in der Gruppe oder auch noch im Einzelgespräch. Und vielen Dank, dass Sie gekommen sind.